Heute testen wir für euch die Pentax K70, das neueste Modell, das Pentax vorgestellt hat. Finde ich sehr spannend, ist so eine kleine Mischung aus der bisherigen K-Serie und der neuen KS-Serie, vor allem designtechnisch, jetzt auch mit WLAN drin. Also ein paar sehr spannende Sachen, schaut mal rein, wie sie sich so schlägt. In Sachen Design ist die Pentax K70 so eine kleine Mischung aus der ganz normalen K-Serie, die man früher kannte, und der neuen KS-Serie. Sieht man unter anderem an der Ring-LED hier um den Auslöser rum. Im Standardmodus leuchtet es grün. Wenn in den Videomodus reingeht, dann rot. Ganz schickes kleines Gimmick, aber ich denke, kann man darüber streiten, ob es wirklich sinnvoll ist oder nicht. Auf der Rückseite ein dreh- und schwenkbares Display, also auch für Filmer ganz nett. Und auch ein Magnesiumgehäuse, natürlich wie immer bei Pentax auch schön abgedichtet gegen Feuchtigkeit. Dementsprechend aber auch ein bisschen schwerer als andere Kameras im gleichen Preisbereich. Was mir gut gefallen hat, ein relativ weit nach unten reingezogener Handgriff. Also es liegt mit normalen großen Händen wirklich super in der Hand, die Kamera, und macht von der Verarbeitung wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Auch noch eine Neuerung, das ist hier zu sehen, Wi-Fi, gibt es jetzt einen extra Button dafür, und wie der Wi-Fi-Modus funktioniert, das hören wir dann später nochmal in der Review an. Jetzt zum Thema Autofokus, Bildstabilisator und auch Serienbildmodus der Pentax K70. Der Serienbildmodus kommt auf gute 5 Bilder pro Sekunde und schafft es dann auch für 9 RAW-Bilder am Stück oder noch, wie ihr hört, deutlich mehr JPEG-Bilder, wenn ihr nicht in RAW fotografieren wollt. Der Autofokus hat 11 Autofokuspunkte, davon 9 Quad-Type, was okay ist, jetzt nicht besonders gut oder besonders schlecht im Vergleich zur Kamerakonkurrenz in einem relativ ähnlichen Preisbereich, die man jetzt auch so kennt. Vom Bildstabilisator her gibt es auch einen, der in der Kamera drin ist. Den könnt ihr unter anderem nutzen, um auch nicht stabilisierte Objektive zum Beispiel zu stabilisieren, aber auch den Sensor zu bewegen, um eine etwas höhere Auflösung zu haben über Pixel Shift Resolution. Dabei werden 4 Einzelbilder angefertigt und am Ende zusammengesetzt. Funktioniert natürlich nur für Still-Life-Fotografie, das heißt Produktfotografie und Co. Erhöht aber nochmal die Auflösung enorm und ist eine sehr schicke Sache, dass es die jetzt auch in dem Preisbereich gibt. Haben wir auch schon mal ausführlich in anderen Pentax-Video getestet. Könnt ihr auch da gerne reinschauen, wenn ihr noch ein paar mehr Informationen dazu haben wollt. Wie gesagt, jetzt auch mit drin eine ganz schicke Sache, die es ja bei Canon und Nikon so nicht gibt. Also auch nochmal ein schönes Alleinstellungsmerkmal, um einfach noch schärfere Aufnahmen zu haben. In Situationen, wo es das erlaubt, eben Produktfotografie, Landschaftsaufnahmen und Co. Insgesamt also, was Autofokus, Serienbild, Bildstabilisator angeht, ein schickes Rundum-Paket für den Preis. Eine App gibt es jetzt auch, die nennt sich einfach nur Image Sync und kann eben unter anderem Bilder übertragen und auch die Fernaufnahme nutzen. Ein bisschen nervig ist die Einrichtung, da die Pentax leider kein NFC mit drin hat. Das heißt, ihr müsst erstmal wirklich das Passwort eintippen. Es gibt auch keine andere Unterstützung, zum Beispiel für WPS. Also das könnte man noch ein bisschen schicker lösen und auch vielleicht von der UI noch machen. Wenn ihr dann drin seid, könnt ihr durch die verschiedenen Modis hier durchswipen, was ich ganz nett gemacht finde. Und es läuft auch echt super. Könnt ihr dann zum Beispiel die Bilder anschauen, die ihr aufgenommen habt, mit Pinch to Zoom reingehen, das Ganze dann übertragen und dann zum Beispiel bei Facebook oder sonst wo einfach teilen. Gut gemacht. Und auch richtig gut, das ist nämlich der Modus hier, um dann damit Fotos aufnehmen zu können. Ihr könnt jede Menge einstellen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Da gibt es einige Apps, die leider nicht so viel können. Und hier wirklich erstmal, sage ich mal, alle Basics machen. Das heißt, Belichtungskorrektur, Belichtungszeit, ISO-Wert, Blende einstellen, den Modus, in dem ihr drin seid. Wirklich schick gemacht, also kann man eigentlich nicht großartig dran meckern, finde ich so für die erste App, die Pentax rausgebracht hat, wirklich eine sehr gute Umsetzung. Wie gesagt, designtechnisch, gerade den Verbindungsaufbau könnte man noch optimieren, aber der Rest passt soweit eigentlich schon. Auch abseits von Pixel Shift Resolution gibt es eine sehr schicke Bildqualität aus der Pentax K70. Der Sensor leistet vor allem bei sehr hohen ISO-Werten immer noch einen sehr, sehr guten Job. Man kann es schon vergleichen mit der Nikon D500, was das Rauschverhalten angeht. Das heißt, ihr könnt so bis ISO 6400 die Bilder eigentlich locker noch nutzen. Es geht formell hoch bis ISO 100, 2400. Das ist allerdings eher eine Notreserve als wirklich sinnvoll nutzbar. Aber auch so bei geringen ISO-Werten wirklich sehr schön hoher Dynamikumfang, gestochen scharfe Bilder. Also was die Bildqualität angeht, hat Pentax hier auf jeden Fall alles richtig gemacht und für den Preis, glaube ich, aktuell mit die beste Bildqualität, die es im DSLR-Markt gibt. Also Daumen hoch dafür, das haben sie echt gut hinbekommen. Wir filmen jetzt mit der Pentax K70. Full HD kann die Kamera noch aufnehmen. Das Bild ist von der Schärfe und so weiter eigentlich ganz okay. Allerdings ist der Video-Autofokus, nennen wir ihn mal sehr, sehr träger. Also eigentlich kann man ihn im praktischen Gebrauch de facto nicht einsetzen. Man muss eigentlich immer wieder oben drauf drücken, damit er wirklich sinnvoll nachfokussieren kann. So einen weichen Fokusfahrten wie zum Beispiel eine Canon-Kamera könnt ihr mit dem Autofokus definitiv nicht machen.
Immerhin, man kann ein externes Mikrofon an die K70 anschließen. Also wenn man jetzt manuell fokussiert, bekommt man zumindest ein ganz ordentliches Videobild einfach raus. Da kann man nicht allzu stark meckern. 4K gibt es nicht, eigentlich nur für Zeitrafferaufnahmen, aber nicht für Videoaufnahmen generell. 1080p auch mit maximal 30 Vollbildern pro Sekunde. In Halbbildern gehen bis zu 60, aber das ist für Sport eigentlich auch nicht wirklich tauglich. Das heißt, der Videomodus insgesamt eher mittelmäßig den Pentax da implementiert hat. Da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen. Andere Firmen haben auf jeden Fall gezeigt, wie es besser geht. Was das manuelle Fokussieren angeht, ihr habt immerhin auch noch Focus Peaking mit drin. Also zumindest für die Leute, die wirklich komplett manuell arbeiten wollen, hat man ein paar Spielereien drin, die eigentlich ganz gut funktionieren. Für den Rest, wer wirklich viel filmen will und lieber einmal auf Aufnahme drückt und die Kamera macht alles selber, würde ich dann schon eher zu Canon gehen. Die haben da definitiv mehr zu bieten. Um die 700 Euro möchte Pentax derzeit für die K70 haben. Ein ganz netter Preis eigentlich für das, was die Kamera alles kann. Vor allem unterscheidet man sich schon von Canon und Nikon, unter anderem mit dem integrierten Bildstabilisator, Pixel Shift Resolution auch nochmal mit drin. Die Wi-Fi-App ist ja auch gut geworden, also gerade nochmal, um sich ein bisschen von Nikon zu differenzieren, was man einstellen kann. Den einzigen Schwachpunkt weiterhin, das ist der Videomodus, gerade der Video-Autofokus, der geht einfach deutlich mehr. Immerhin kann man ein Mikrofon extern anschließen, das haben sie zumindest nicht rausgenommen. Das heißt, für Leute, die den Fokus schon auf Fotografie haben, glaube ich, eine sehr spannende Kamera. Vor allem in Sachen Verarbeitung noch mal ein gutes Stück besser, eben durch die Abdichtung gegen Staub und Spritzwasser. Auch das Kit-Objektiv, was den 1000 Euro kostet, mit den 1835 zusammen, auch abgedichtet. Insgesamt ein sehr nettes Paket, durchaus eine empfehlenswerte Kamera. Was ein bisschen kritisch mittlerweile ist, unter anderem Sigma hat aufgehört, jetzt wirklich jedes Objektiv auch für Pentax anzubieten. Da wird schon so ein bisschen differenziert, was kommt wirklich. Da muss man also ein bisschen schauen, ob man wirklich alle Objektive günstig bekommt, die man vielleicht bei Canon und Nikon noch ein paar Euro billiger kriegt. Müsst ihr selber schauen. Ich finde die K70 auf jeden Fall eine sehr gelungene Kamera, die Pentax da rausgebracht hat, jetzt im unteren Mittelklassebereich. Von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, auch für den Preis, vor allem mit dem Kit-Objektiv, eine sehr runde Sache, die es da jetzt gibt.